Ja, Finn Kliszewski, Glückwunsch. 2:1 gewonnen gegen Eintracht Norderstedt heute. Das war mal so ein richtiges Kampfspiel, wie man es auf der Lohmühle erwartet, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben heute als Mannschaft auf jeden Fall bewiesen, dass wir es drauf haben, dass wir kämpferisch auch in so welchem Spiel überzeugen können. Und das hat man dann am Ende auch gesehen. Zu Anfang hattet ihr ein bisschen Glück. Der Gegner hatte zwei richtig gute Torchancen gleich in den ersten Minuten. Danach habt ihr euch aber reingearbeitet. Was ist da passiert? Ja, ich denke, es gehört dazu. Dann richtig aufgewacht nach den zwei Torchancen. Jeder hat für den anderen gelaufen. Alle haben zusammengearbeitet und im Endeffekt haben wir das Spiel dann, denke ich, auch 2:1 verdient gewonnen. Ihr seid in Rückstand geraten. Das war oft in den letzten Wochen so, dass sich die Mannschaft danach schwerer getan hat. Heute war es so, dass es eigentlich weiter lief und ihr euch danach genauso wie vorher Torchancen erarbeitet habt und dann auch verdient belohnt habt. Ja. Woran lag es, dass das keinen Knacks gegeben hat diesmal, das Gegentor? Ja, ich denke, heute jeder ist halt als Mannschaft, wir haben vorher gesagt, egal was passiert, egal was kommt, wir müssen weitermachen, wir müssen weiter ackern und nach dem Gegentor wussten wir trotzdem, es geht weiter und haben dann mit der Überzeugung auch gewonnen. Am Ende aus seiner Sicht auch verdient? Auf jeden Fall, denke ich. Klar, als Mannschaft gearbeitet und es tut auch mal gut, an so einen Sieg einzufahren. Jetzt habt ihr 2 Tage frei, hat der Trainer gegeben, ist glaube ich dann auch mal gut, ein Wochenende mit so einem Erfolgserlebnis genießen zu können, oder? Ja, auf jeden Fall. Meine Familie ist auch da und da kann man dann viel schöner ans Wochenende noch starten. Genau. Dann viel Spaß dabei und auf ein neues nächste Woche. Vielen Dank. Robin Kölle, herzlichen Glückwunsch. 2:1 gewonnen gegen Eintracht Norderstedt. So ein richtiger Kampfsieg. Fühlt sich gut an, oder? Ja, brutal gut. Endlich mal einen Rückstand gedreht. Das tut gut. Hilft der Mannschaft, glaube ich, mental sehr weiter. Und einfach ein geiles Gefühl. Ihr seid nicht so optimal ins Spiel gekommen, weil der Gegner gleich 2 gute Torchancen hatte. Erst danach ging es so richtig los für euch. Was war los zu Anfang? Wie kann man das erklären? Ja, man merkt so ein Stück weit die Verunsicherung bei uns. Es läuft gerade einfach nicht so perfekt. Trotzdem haben wir uns dann irgendwann reingekämpft. Am Anfang müssen wir trotzdem die Chancen von denen besser verteidigen. Aber ja, wir haben uns irgendwann reingekämpft und ich glaube, das ist dann die richtige Richtung. Nun habt ihr das erste Mal auch einen Rückstand in einen Sieg gedreht. Und das auch nicht zufällig, sondern durch harte Arbeit und weil ihr genauso weitergemacht habt wie vorher. Das kann, glaube ich, nochmal einen Schwung geben, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns halt vorgenommen, wir wollen einfach positiv bleiben, egal was passiert, immer weitermachen. Auch nach dem 1:0 haben wir einen klaren Kopf bewahrt, haben immer weitergemacht und das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, seid ihr jetzt wieder dran am HSV, noch ein Punkt wieder Rückstand. Ist das jetzt der Moment, an dem das wieder in die richtige Richtung geht? Ja, also ein Sieg tut immer gut. Wir haben, glaube ich, von Anfang an vor der Saison auch gesagt, wir wollen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. So geht es jetzt auch einfach weiter, jedes Spiel zu gewinnen. Wo wir am Ende landen, werden wir dann sehen, aber wir gucken von Spiel zu Spiel. Wenn wir jetzt jedes Spiel 3 Punkte holen, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Aber ja, wir schauen von Spiel zu Spiel. Es war jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil es gegen einen direkten Konkurrenten war. Aber ja, wir schauen trotzdem weiter, nur nicht ganz so weit nach vorne. Genau, das ist richtig. Nächste Woche geht es gegen Teutonia. Das wird gleich die nächste schwere Aufgabe, da ist aus dem Hinspieler noch was gut zu machen. Was erwartet euch da? Ja, ich glaube, es wird wieder ein sehr, sehr schweres Spiel. Stehen halt ein bisschen weiter über uns. Genauso das Spiel annehmen, kämpfen bis zum Umfallen, positiv bleiben, genauso wie heute, immer weitermachen und dann, glaube ich, können wir da auch was Sehbares mitnehmen. Wunderbar, dann genießt bis dahin erstmal das Wochenende und dann auf ein neues. Dankeschön. Nächste Woche. Ciao.